Herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit dem M615. Wenn ihr jetzt denkt, so von wegen, warum sind wir jetzt eigentlich hier? Wo waren wir eben? Aber wir waren tatsächlich woanders eben. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Professor, erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit im Ministerium? Ihre Neugier ist verständlich. Nun, ich kann zwar nicht im Detail über meine Arbeit sprechen, aber ich kann einige interessante Fakten erzählen. Die Unsäglichen gehören zur Mysteriumsabteilung des Ministeriums. Eine gefährliche Arbeit, wie Sie sicher vermutet haben. Ja, Professor. Machen Sie sich keine Sorgen wegen meiner Verletzung. Ich habe mich schon vor langer Zeit damit abgefunden, dass ein Diptam-Zweig mit Sicherheit verwelkt, sobald man ihn pflückt. Sie scheinen mit der Sache aber gut klarzukommen. Es ist eine Frage der Perspektive. Es könnte sein, dass ich die verlorene Zeit gegen gewonnene Zeit eingetauscht habe. Und darüber nachzudenken wäre reine Zeitverschwendung. Aktuell erlaubt uns keine Magie, in der Zeit zurückzureisen. Irgendwann vielleicht. Ich kann Ihnen sagen, dass ich meine Jahre im Ministerium sinnvoll genutzt habe. Und ich bin jetzt in Hogwarts genauso glücklich wie vor Jahren in der Mysteriumsabteilung. Wenn ich das so sagen darf. Ich bin auch froh, dass Sie jetzt in Hogwarts sind. Danke. Apropos Zeit. Vielleicht sollten Sie Ihre Zeit in die Verbesserung Ihrer Verteidigung investieren. Ja, Professor. Okay. Revelium. So, was ich hier unter anderem wissen wollte, ist... Kommen wir da jetzt oben rein? Ja. Alohomora. Heute machen wir nämlich die Aufgabe, wenn ihr jetzt denkt, was ich eben gerade zur Eröffnung gesagt habe, so von wegen immer, du hast doch eigentlich woanders dich hin teleportiert. Ja, das war aber völlig falsch. Das war, ja, sonst wo und ich kam dann auch nicht mal von da wirklich ordentlich weg. Und wir haben hier eine Nachricht gekriegt. Liebe Dena, ich weiß, niemand ist so enttäuscht wie du über den Abbruch der diesjährigen Quidditch-Meisterschaft. Trotz meiner unermüdlichen Bemühungen bin ich offensichtlich unfähig, den Schulleiter zu überzeugen, seine Entscheidung rückgängig zu machen, selbst für einen kurzen Zeitraum. Dürfte ich dich bitten, dich bei ihm zu melden? Mir ist der Gedanke gekommen, dass es ihn vielleicht überzeugen könnte, von jemandem zu hören, mit dem er seine eigene Schulzeit verbracht hat und damals bei einem oder zwei Spielen jubelnd in den Zuschauerrängen stand. Revelio. So, hier haben wir Truhen. Viele Truhen. Und viele Zimmer, die irgendwo hinführen. Ah, guck mal. Stufe 3. Viele Zimmer, die irgendwo hinführen, wo wir aber noch nicht hin sollen. Stufe 3. Gut, schade. Hätte auch ein bisschen gehofft, dass hier vielleicht so ein Demigod ist. Aber anscheinend ist es auch schon draußen hell. Dann bringt das mit den Demigods auch nichts. Gut, also. Wie erwähnt, tatsächlich anderer Ort, anderer Platz. Alles drum und dran. Liegt daran, dass ich eben an einer falschen Position teleportiert worden bin. Und der Pfeil mich irgendwie die ganze Zeit irgendwo hingeführt hat. Diese Sache mit dem Skriptorium hängt mir noch ziemlich nach. Den kennen wir doch. Wo ist er denn? Revelio. Na egal. So, zurück zur Aufgabe. Weil die heute Aufgabe ist. Ja, wird lange, 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 lange Aufgabe sein. Aber nicht allzu lang. Aber es wird sich alles zeigen. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Ich habe andere Pläne. Nee, unten lang. Also, ja,
Ja, dritte Prüfung. Tatsächlich ist mal langsam überfällig. Wir sind schon bei über 100. Teil. Eigentlich normalerweise andere Let's Player wären da bestimmt schon längst durch dieses Spiel. Aber ja, wer mich kennt, weiß, dass ich halt jemand bin, der sehr lange in einem Spiel hängt. Sehr lange ein Spiel spielt. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu lange. Rebellion. Aber. Alohomora. Ich denke mal, das sollte auch gar kein Problem sein. Ja, weil, wenn du ein Spiel irgendwie ganz schön auseinander nimmst oder sowas, dann hat man ein bisschen mehr auch von dem Gameplay und alles drum und dran. Andere Let's Player oder wie auch immer, die denken sich auch so von wegen, oh, ich will die Story durchkriegen und alles. Und du denkst dir, ha, schafft man das überhaupt, dann die Zuschauer zu erreichen oder eher nicht so. Ja, Pieps. Zaubertränke, Öde, Zauberkunst, Ungeheuer, nichts geht übers Spiel mit Feuer. Ja. Rebellion. Ah, okay. Das sind die Sachen. Ah, okay. Okay, also, wir haben Einhorn ist 1, also 9 minus 1 sind 8. Und das da, Ding da drüben ist wahrscheinlich eine 7. Heißt also eine 1. Das heißt, das doppelte Fragezeichen dort müsste das Einhorn nochmal sein. Dann 22 minus 12 haben wir 10. Die Spinne ist die 8. 8 minus sind 2, heißt der Drache. Jo. Und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Ah, einerseits eine Seite, eine Buchseite, und zwar von diesem Porträt ein Ölgemälde. Aber es ist ja nicht irgendwie noch so ein Demi-Guy oder sowas. Also guck mal, da ist noch, eine Truhe, die hätte ich völlig übersehen. Okay, die kann uns hier beschädigen. Klasse. Aber nicht ernsthaft beschädigen, sondern tatsächlich nur harmlos beschädigen. Was bedeutet harmlos beschädigen? Also wir haben jetzt keinen Schaden genommen, wir waren einfach nur eingefroren. Okay. So, warum ich jetzt eben da nochmal lang gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, so von wegen, das kann nicht sein, dass ich das Ganze jetzt geladen habe, um wieder außerhalb des Schulgebäudes zu gehen, um dann wieder Datas zu laden. Ein bisschen mehr Inhalt, ein bisschen mehr Input. Ja. Aber zurück zu dem Thema. Wie gesagt, also tatsächlich andere Let's Player wären schon längst durch gewesen. Wenn du dann 100% Geschichte machen willst und das auch noch blind machen willst, dann ist also sowas dann natürlich auch gang und gäbe. Ich glaube, wenn ich dann nämlich das Spiel besser gekannt hätte, dann wäre das wahrscheinlich alles hier ein bisschen schneller durchgegangen. Denke ich schon. Weil ich habe das ja bei einigen Aufgaben jetzt gehabt, zum Beispiel in der gestrigen Folge. Ich habe mich ja informiert über die Aufgabe, wo und wie und was und alles Mögliche. Und war, glaube ich, innerhalb von 2 Minuten durch. Weil eben dann auch wie, was, wo, weshalb klar war. So war jetzt wie, wo, weshalb nicht klar. Und deswegen, ne, das ist eben das Ding, wenn du blind spielst. Aber andersrum, blind spielen, ne, ist halt auch interessant für diejenigen, die auch blind spielen das, beziehungsweise nicht blind spielen das. Ist jetzt euer Ernst? Ich war doch hier schon. So, nochmal zurück. War es auch für mich. Ich wollte beim Essen fett. Da bist du ja. Der Duellant, den es zu schlagen gilt. Ja. Ist jetzt echt euer Ernst, dass ihr mich jetzt hierher geführt habt, ohne dass das hier funktioniert, oder was? Ich merke schon, dass das nicht so funktioniert, wie es sollte. Machen wir Akio-Duell. Hallo. Hallo. Bist du fürs Akio-Duell hier? Ja. Erwarte hier nicht so viel Glück wie in den gekreuzten Stäben. Apropos,
Willst du eine Runde verlieren? Spielen? Natürlich, Charlotte. Möge der beste Beschwörer gewinnen. So. Genau wie geplant. Okay. Dafür muss ich jetzt mal Akio haben. Da. Akio. Und bleib drauf. Dankeschön. Das war knapp. Da soll mich doch ein Billywig stechen. Aber sowas von! 50 Punkte! Genau wie geplant. So. Ah, doch ein Ticken zu weit. Welch Eleganz. Raffiniert. Akio! Mhm. Ach hier. Fällt da noch? Nette Technik. Schade. Er ist zwar gefallen, aber er ist in die falsche Richtung gefallen. Schade. Aber dafür war der erste richtig gut. Lust auf noch eine Runde? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich gebe noch nicht auf. Das höre ich gern. Das war aber das erste Akio-Duell, was wir jetzt nicht gewonnen haben, ne? Ich sollte mich schämen. Akio. Genau wie geplant. Ja. Ach hier. Welch Eleganz. Raffiniert. Kann man nochmal wiederholen? Nee, ich glaube nicht, ne? Genau wie geplant. Ja, fall noch. Oh, da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Akio. Seht da als A. Genau wie geplant. Ja. Zählt tatsächlich. Joa. Joa. Also ich glaube, man kann das immer noch schaffen. Aber so nicht. Welch Eleganz. Raffiniert. Ja. Das war nix. Aber das ist dasselbe wie das, diese Ding da, was wir jetzt aktuell haben mit dem Suchen. Vielleicht verwirrt mich das einfach gerade ein bisschen zu sehr. Ich gebe noch nicht. Vielleicht bin ich im Kopf gerade nicht dabei bei diesem Spiel. Und deswegen gewinnen wir gerade nicht. Weil ich einfach gerade nicht dabei bin. Kennt ihr auch bestimmt, wenn ihr irgendwie frustriert oder irgendwie genervt oder irgendwas anderes seid, dass ihr dann einfach auch nicht da voran oder weg oder was weiß ich kommt. Ach hier. Nicht runterfallen. Mann. Welch Eleganz. Raffiniert. Kann ich gehen. Akio.
soll mich doch ein Billywig stechen. Eieieiei. Akio! Genau wie geplant. Jetzt will das Spiel aber auch, dass uns das wir gewinnen, ne? Akio! Nein. Nette Technik. Du hast mich fast geschlagen. Ich dich aber auch. Unentschieden? Obwohl er bei 50 liegt? Das war Pech. Lust auf noch. Obwohl er bei 50 liegt, ja. Das ist eine mathematische Aufgabe. Die müssen wir definitiv nochmal nachrechnen. Also. Obwohl er bei 50 liegen geblieben ist, aber das Spiel hat das nicht registriert und hat ihn als 30 gewertet. Genau wie geplant. Er hat ihn genau als 30 gewertet dann. Ach hier. Ja, und das muss er jetzt eigentlich als 20 werten. Echt elegant. Das muss er definitiv als 20 werten. Akio. Genau wie geplant. Ach, das ist doch alles Mumpitz. Welch Eleganz. Wir machen auf keinen Fall heute mehr die Prüfung. Auf keinen Fall. Wir machen das heute jetzt noch das hier ein bisschen durch. Ziehen das hier noch ein bisschen. Ja, 120 Punkte genau. Komm, zieh. Welch Eleganz. Aber hey, wir haben ihr sehr viele Punkte gegeben, ne? Wie ich ja schon gesagt habe, das ist jetzt so Ärgernis, Frustration. Gerne mal ist es so, dass wir normalerweise, wenn du so ein Spiel so spielst und alles Mögliche, dann ist immer gut, wenn du dann die Konsole ausmachst. Wenn du wirklich die Konsole dann ausmachst, weil du dann ganz genau weißt, so von wegen, okay, es bringt heute nichts mehr. Es bringt heute einfach nichts mehr. Und das hab ich gerade. Weil einfach diese Aufgabe, die angeblich hier sein soll und du hierher gehst und ich war ja tatsächlich auch eigentlich im ersten Anlauf hier tatsächlich und hab dann gedacht so von wegen, okay, ich drehe mich 8-mal, warum drehe ich mich immer? Also vom Punkt her. Und dann gedacht hab so von wegen, okay, machst du es lieber mit der Aufnahme dann ein andermal. Ja. Und dann passiert dir sowas. Weil dann der Sensor sich denkt so, nee, Sensor heute nicht. Heute definitiv kein Sensor. Und das war so ein bisschen das Problem jetzt heute. Das merke ich mir. Akio! Genau wie geplant. So, praktisch gesehen muss ich das Ding jetzt einfach nur auf grün bringen, ne? Ja, und bring es auf rot. Welch Eleganz. Raffiniert. Das ist einfach. Oh Mann. Das war Pech. Wie gesagt, Lust, wir spielen das jetzt so lange, bis ich gewonnen habe. Auf jeden Fall. Und danach suchen wir so lange den Ort zur Aufgabe, bis ich ihn gefunden habe. Dann ist tatsächlich nächste Woche. Eigentlich wollte ich wirklich diese Woche die Prüfung machen. Nächste Woche aus dem XL-Woche. Heißt also nächste Woche tatsächlich von jedem Teil vier Teile, von jedem Ding vier. Deswegen wollte ich tatsächlich eigentlich die zweite Prüfung heute machen. Oder besser gesagt, ja, heute. Ja, tatsächlich. Die dritte Prüfung heute machen. Aber irgendwie, warum auch immer, will er es heute nicht. Ach hier. So.
So, bleibst jetzt bei der 30 liegen, bitte. Hm, nette Technik. Genau wie geplant. Und da liegen bleiben. Oh, da soll mich doch ein Billywig stechen. So. Sowas schaffe ich nie. Doch. Akio. Jetzt kommt die große Überraschung. Sie zieht mich jetzt ab. So, praktisch gesehen haben wir das eigentlich gewonnen. Theoretisch gesehen nicht. Weil wir jetzt einfach da liegen lassen. Da. Da. Bleib da liegen. Das kann nicht sein! Du musst es eigentlich nur nach vorne ziehen! Das gibt es nicht! Ich dich aber auch. Den musst du nur nach vorne ziehen! Das ist das, wenn beim Fußball ist das gerne mal so, du stehst vorm leeren Tor und du triffst das leere Tor nicht. Es gibt es nicht. Im Endeffekt, ich brauche nur 10 Punkte, ich muss es eigentlich nur berühren und nach vorne ziehen und was tue ich? Ich zieh durch. Das ist doch nicht zu fassen. Ach, das ist doch blöd ist das. Genau wie geplant. Ach hier. Welch Eleganz. Raffiniert. Ja, würde ich jetzt am liebsten mit Momentum. Genau wie geplant. Mhm. Arresto Momentum einfach entfernen. So hätte ich das eben gebraucht. Welch Eleganz. Raffiniert. Akio. Genau wie geplant. So, im Endeffekt muss ich jetzt mit Vollspeed drauf, ne? Ja, aber leider ist der 30er da noch mit Vollspeed drauf. Schön die beiden abgeräumt. Das war Pech. Lust ja, es ist ja gerade sehr viel Pech. Auf jeden Fall. Ich gebe noch nicht auf. Das höre ich gern. Es ist sehr viel Pech, aber nicht ärgern. Es wird schon. Es wird noch. Weil, wie gesagt, praktisch gesehen hätte ich ja einfach das tatsächlich nur ziehen müssen. Genau wie geplant. Ach hier. So, und jetzt bleib einfach stehen. Hm, nette Technik. Machen wir Risiko? Na, eigentlich nicht. Wir machen kein Risiko. Zählt sogar noch. Oh, da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Akio. So, wie viele Punkte brauche ich? Genau wie geplant. 10. Ach, ich brauch 10 Punkte. Ich mach dieses. Dieses Mal habe ich es einfach wirklich so gemacht. Kurz gezogen und gedacht so, okay, das passt schon. Du brauchst ja nur 10 Punkte. Das war sauer. Lust auf noch eine Runde? Das ist doch nicht zu glauben. Ich gebe zu. Das höre ich gern. Oh, das ist... Oh, Mann. Das ist die Rache für alle. Für alle.
alle Geschichten, wo ich hochnäsig gesagt habe, oh, ich bin hier voll der beste Spieler in diesem Spiel. Ja, aber wie gesagt, wenn du ein Formtief hast, hast du ein Formtief. Dann passiert dir sowas dann auch mal sowas Simplem. Genau, wie geplant. Ach, hier. So, du bleibst jetzt da liegen. Danke. Oh, da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Akio! Ja, sowas schaffe ich nie. Hahaha. Ha, ha. Genau wie geplant. Und er ist wieder zurück auf Orange, ne? Hm. Nette Technik. Akio. Genau wie geplant. Gut, wie machen wir das jetzt am besten? Ich hab 10 Punkte weniger, ne? Und ich muss den da irgendwie runterkriegen. Ach, hier. Und er rollt nicht runter. Hm, nette Technik. Aber es war keine schlechte Runde. Es war keine schlechte Runde. Darf man auch nicht vergessen. Das war Pech. Lust auf noch eine Runde? Jo. Auf jeden Fall. Ich gebe noch nicht auf. Das höre ich gern. Ach nein. So, und so sieht die dritte Prüfung aus, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung. Also, das ist die dritte Prüfung. Sehr schön. Das merke ich mir. Akio! Genau wie geplant. So. Aber zählt sogar noch. Fantastisch. Oh. Da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Akio! Dass sie auch hier jetzt so fordert, genau, ne? Genau wie geplant. Ich muss ins Grüne schaffen. Einfach nur ins Grüne. Akio! So, danke schön. Dritte Prüfung auch abgeschlossen. Oh, na, es ist nur die, nee, es ist nicht die dritte Prüfung, es ist das vierte Spiel gewesen. Du bist gut. Ja, mit ohne Formtief hätte ich dich auch im ersten Durchgang besiegt. Ohne Formtief hätte ich das auch im ersten Durchgang geschafft. Ich kann zugeben, wenn ich geschlagen bin. Wo hast du gelernt, so zu spielen? Das war jetzt gerade Glück, ja. Ich übe so oft wie möglich. Übung, was? Kann ich ja mal probieren. Tja. Jetzt bleibt nur noch ein letzter Gegner. Ich will nicht zu viel verraten, aber er ist nicht ohne Grund der Beste. Gut. Gott. Akio-Duell bist du geschafft. Nummer 4. So. Rebellion. Aber wo komme ich denn jetzt eigentlich dann jetzt zu meiner Prüfung? Die, wie wir ja, tatsächlich war das so, dass ich als erstes hier gespawnt war, ne, hattet ihr ja da gesehen und dann hier geguckt hatte und, das Ding tatsächlich hieß so von wegen, ja, sei mal dann da unter Wasser, da vorne unter Wasser ist es, wo man sich so denkt so, nein, eigentlich geht das nicht. Was sagst du dazu? Du schaust auch nur wegen dem Wasser, ne, ich sehe schon, I see that. So.
Weil ich mich tatsächlich ja hier teleportiert hatte. Hier zu Zucker. Alohomora. Gucken wir hier nochmal rein. Halbe Stunde ist bereits rum. Das Akio-Duell hat einfach viel zu viel Zeit gezogen. Aber das passiert eben. Ne? Da merkt man dann, dass das hier kein perfektes Let's Play ist. Also für diejenigen, die denken so von wegen, es wäre ein perfektes Let's Play. Nein, auf keinen Fall. Das ist es hier um Länge nicht. Hier einen Brief. Einmal könnt ihr den gerne euch durchlesen. Wie gesagt, bin ich jetzt ganz schön genervt von dieser Geschichte. Dass das eben alles hier nicht so funktioniert, wie er wünscht und erhofft. Aber sowas ist eben manchmal so, weißt du? Sowas kann eben auch mal passieren. Ein Demigeist sogar. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Das ist klasse. Da machen wir Nacht. Jupp. Machen wir eben fix Nacht. Dann holen wir uns den Demigeist. Du gehörst mir, Demigeist. Zack. Rebellion. Aber sonst haben wir hier auch nichts, ne? Ausgang. Genau. Hier hatte ich mich da am Anfang des Ganzen hin teleportiert. Hier. So, und dann habe ich dann halt von hier aus geguckt. Bin halt von hier aus geflogen. So ein bisschen. Und habe mich dann da oben irgendwie versucht, so ein bisschen da durchzuglitschen. Aber das hat so überhaupt nicht funktioniert. Theoretisch kann ich es ja nochmal demonstrieren. Theoretisch, praktisch gesehen, mache ich das natürlich nicht. Aber tatsächlich, hier ist es, wo wir hin müssen. Und das Spiel, ja, will mich da nicht wirklich hinlotsen. Was ein bisschen ärgerlich ist, persönlich gesehen. Weil ich so als derjenige, der jetzt nicht weiß, wie er da hinkommt, muss jetzt herausfinden, wie er da hinkommt. Wie gesagt, ich nehme euch jetzt auch einfach mit. Wir gucken ein bisschen. Dann gucken wir auch gleichzeitig so, ob wir irgendwie irgendwas finden, was noch vielleicht zu suchen galt. Darf man eben auch nicht vergessen. Sachen, die zu suchen galt. Hier haben wir eine Uhr noch. Hier haben wir die Uhr, die haben wir aber schon mal gemacht. Das war jetzt hier alles. Eine Truhe. Nicht gefunden. Interessant. Schal mit violettem Muster. Ja, danke. So. Rebellion. Waren wir schon. So, irgendwo ging es doch auch dahin. Bloß wo? Unterer Gang Gryffindor. Wir waren, glaube ich, bei Gryffindor noch so gar nicht, ne? Waren wir schon bei Gryffindor? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, waren da noch nicht. Und dann lasse ich uns dann in dem Gryffindor-Haus mal angucken. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Was willst du? Sehr gut. Also, Künstler. So. Oh, Frosch. Okay. Frosch führt uns zu Sache. Und dann führt er uns wahrscheinlich auch wieder zurück. Gut. Also, wenn man so ein Gryffindor ist, dann kennt man sich ja wahrscheinlich hier sehr gut aus. Rebellion. Ich ja nicht, also ich bin ja hier kein Gryffindor. Das ist ja. Ist ja wie es ist. Oh. Oh, die Hauself. So, Passage der einäugigen Hexe. Könnte das passen? Ich weiß es nicht mehr. Aber es könnte sein. Ich glaube nicht. Oder? Nee. Oder? Nee. Nee, oder?
Nee. Aber hey, wir waren im Gryffindor-Haus. Das ist doch schon mal gut. Ich glaube nämlich, das bringt hier eigentlich nichts, wo wir hin sollen. Aber ich glaube, das bringt uns eigentlich lediglich nur dahin, wo wir, dass wir nach Hogsmeade gehen. Hier unten ist ja nichts mehr. Ich glaube, es hat uns einfach nur nach Hogsmeade gebracht. Nur so entlang. Ja. Wollte doch eigentlich einfach nur wieder. Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Wollte doch eigentlich nur. Ja, mit Depulso, genau. Accio. Gladio Leviosa. So. Accio. Wenn es mir gelingt, diese Plattform anzuheben, könnte es klappen. Ach man. Ihr seht, wie das heute läuft. Heute fehlt irgendwie jegliche Unterstützung in jeglicher Hinsicht. Es ist leider, wie es ist. Es ist heute leider nicht das, was eigentlich. Also ich verstehe, wenn ihr das Video disliked. Ich verstehe auch, wenn ihr mich deabonniert dafür. Das ist verständlich alles leider heute. Heute ist alles verständlich. Weil das auch gerade alles nicht so funktioniert. Ach Mann. Ich kann auch hier nicht raus. Rebellion. Aber es ist schon der richtige Zauber. Weil der Pulso bringt mich nicht wirklich nach oben. Ich kann es mal so versuchen. Aber es bringt mich ja nicht, einfach nicht nach oben. Accio, wenn ich hier dann versuche, geht es nicht. Ach Mann. Gerade irgendwie. Gut, gehen wir zurück. Wie gesagt, ich nehme euch da überall mit hin. Also es ist wirklich ein miserabler Tag. Es ist miserabel. Ich finde den Ort nicht. Alles nicht schön. Ihr habt gesehen, ich habe es mit den drei Zaubern versucht. Und Flipendo geht das ja auch nicht. Dass er mich da einfach nicht weiterlässt. Psch, keine Ahnung warum. Gerade nicht. Gerade gar nicht, überhaupt nicht. Gerade so. Und wieder zurück. Ja. Blöd. Einfach nur blöd. Einfach nur blöd. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch jetzt gerade, wie gesagt, ihr könnt das ja alle vorskippen bei YouTube. Und von daher. Ich weiß echt nicht, wie ich da hinkomme mehr. Mich stört auch gerade ein bisschen, dass das die Flamme die ganze Zeit anvisiert.
Weil, wie gesagt, wenn du das Ding anpinnst, geht es nicht. Weil da er brütet dich eigentlich im Endeffekt genau dahin. So, aber das ist das Wasser. Er findet dich ins Wasser. Er sagt, du sollst ins Wasser gehen. Was so gar keinen Sinn ergibt. Geheimer Trainingsraum, auch das ist es nicht. So. Hier vielleicht, verbotene Abteilung. Depulso-Rätselraum. Auch. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Große Halle. Große Halle, Hufflepuff. Auch hier ist es nicht. Ja. Warum gehst du nicht einfach da? Ich weiß es nicht, warum wir nicht dahin gehen. Ich weiß es nicht. Das wäre, glaube ich, das Einfachste gewesen. Ich hätte das vor 40 Minuten wahrscheinlich. Hätte es heute jemanden in der Preview gesehen, hätte er mir wahrscheinlich auch helfen können, dass das so einfach ist. Deswegen, Preview gibt es immer jedes Mal am Freitag. Für diejenigen, die es interessieren sollte. Könnt ihr schon vorab sehen. Könnt gegebenenfalls helfen. So welchen Tagen wie heute. Wie gesagt, ich bin... Also, das... Ich glaube, ich selber würde mir dafür auch hier heute... Ich würde mir das auch heute nicht wirklich als gut finden. Kein Fall. So, und dann sind wir da. Mann. Willkommen zurück. Ja. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wenn es besser läuft, dann auch mit der Aufgabe. Heute war wirklich ein sowas von gebrauchter Tag. Ich muss mich entschuldigen, dass ich eure Zeit verschwendet habe und trotzdem danken, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüss.